Hallo liebe Tabletop-Freunde. Ja, mal was anderes als Normandie. Ein kleines Unboxing. Die Box habt ihr so verschlossen schon gesehen. Die war in der Lieferung von PSC mit dem Kickstarter letztens drin. Wir gucken uns mal an, was in den 15 mm und ich glaube im 20 mm ist das gleiche drin. German Stowage and Tank Commanders drin ist. Ja, mal anders als auf den normalen Boxen. Es ist vorne kein Coverart drauf, sondern Kunststoff. Und man kann sehen, was in der Box ist. Hinten drauf sieht man kurz erklärt, was ist. Ein paar Vorschläge, wie man es anmalen kann zu Early War Variants. Also da steht dann auch drauf, wie was für Farben für Early War Sachen gut sind und was für Farben für Late War gut sind. Ja, sind wieder Vallejo-Farbempfehlungen. Und hier unten steht es, Suitable for Battlegroup. Nutzbar für Battlegroup-Spiele. Ja, wie alle PSC. Dann schauen wir da mal rein. Enthalten sind drei Gussrahmen, sind dreimal die gleichen, deswegen schauen wir uns nur einen an. So, ja, was haben wir hier? Das sind etliche Figuren, etliche ja, Büsten, könnte man sagen. Ein paar Waffen sind drauf, Kanister, Fässer. Also, dann schauen wir uns das mal genauer an. Hier drüben habe ich ja, Tank Commander. Mit Funkgerät und die Hand am Kopfhörer. Tankkommande, die sich an der Kommandoluke festhalten. Hier habe ich welche mit einem Fernglas in der Hand. Hier sind noch Arme mit einem Fernglas für, wo sind die Körper? Diese Körper hier. Hier habe ich Lenkräder, weil es sind nämlich auch hier Fahrer und Beifahrer drin. Und das hier dürften für den Panzer, für die Fahrer noch was sein. Dann habe ich hier zwei Rucksäcke. Ich weiß nicht, ob man es schön sieht. Ja, hier haben wir Rucksäcke noch mit drin. Das sind irgendwelche aufgerollten Zeltbahnen wahrscheinlich. Nochmal ein Rucksack, hier sind zwei Helme drin. Feldflaschen, eine ganze Menge. Nochmal irgendeine Tasche. Dann hier Beifahrer. Ein Offizier, ein normaler Soldat. Einfach für irgendwo Beifahrer fürs Auto. Dann kommen wir hier. Haben wir Munitionskisten. Die verschiedensten. Steht auch alles in der Anleitung dabei, was dann alles da drin ist. Ja, sieht von hinten genauso aus. Also Munitionskisten, noch mehr Munitionskisten. Hier drüben haben wir Fässer. Das sind halbe Fässer, also wie ihr hinten seht. Die muss man noch zusammenkleben. Dann haben wir hier Benzinkanister, also Jerrycans. Und das sind nochmal MG-Munitionsboxen. Dann haben wir hier noch Laufräder, Kettensegmente. Nochmal eine Kiste, ein Ersatzrad. Hier drüben haben wir noch ein paar Waffen. Eine Panzerfaust, ein K98. Ein MG42, ein MG34, eine Panzerfaust und eine MP38, 40, ja. Und hier sind noch ein paar verschiedene Tarnnetze, Zeltbahnen, was auch immer. Ja, viel Kleinkram, um die Panzer schöner zu machen. Ich bin gespannt. Ich werde es mit meinen Panzer 3N für Flames of War mal probieren. Und euch dann, wenn ich dran gebastelt habe, also ihr noch die Box vom Panzer gezeigt habe, mal zeigen, was man damit machen kann. Ja, soviel von mir heute dazu. Wenn es euch gefallen hat oder ihr Fragen zum Gussrahmen habt, packt es mir unten in die Comments rein. Ansonsten wisst ihr ja, Däumchen würde mich wahnsinnig freuen. Ein Abo natürlich noch viel mehr. Ja, das soll es gewesen sein. Euch noch einen schönen Montag und bis zum nächsten Mal.